Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, so heißt der Kanal. Genau, richtig. Wir sind immer noch auf dem Caravansalon in Düsseldorf und es wird Zeit für eine neue Fahrzeugvorstellung, auch wenn die Lichter hier gerade an- und ausgehen. Ja, das ist ja normal. Fast zum, heißt es schon, es geht zum Ende? Nein, so weit schlimm ist es noch nicht. Wir haben euch jetzt diesmal den Nucon V-City 60 BD. Den möchten wir euch vorstellen. Und wann geht's eigentlich los? Immer nach dem Intro. Immer? Na dann. Intro. So, ab geht's. Wir schauen mal rein also gehen wir doch mal rein. Mercedes, ganz klar. Kennen wir, würde ich sagen. Ist ja im Prinzip der Mercedes. Das ist ja das Besondere sozusagen. Wir haben hier gleich vorne die Dinette. Dort haben wir die Möglichkeit auch wieder hier durch die Anbindung mit oder der Tischerweiterung sozusagen den Beifahrer gut anzubinden. Der Tisch ist schon etwas schmaler als in anderen Fahrzeugen, würde ich sagen. Gut, bauartbedingt muss man halt auch gucken, ne? Also man hat hier 6 Meter, da ist das natürlich schon sehr unterschiedlich. Sitzpolster. Darunter gibt es anscheinend auch noch Ablagemöglichkeiten. Es ist Technik, die da drin ist. Und zwar Inverter und Zentrale der Elektrik und so weiter und so fort. Also Laderegler und so. Batterie, glaube ich, ist da auch drin. Das sah mir gerade so aus. Gucken wir uns den Küchenblock mal an. Was ich schön finde, hochklappen, zack. Guckt euch die Arbeitsfläche an. Also hier kann man doch mal kochen, würde ich sagen. Gut, die Dinger hier wieder reinzumachen. Ich komme jetzt hier direkt nicht mehr raus. Also Flucht geht natürlich nicht, logischerweise. Also ich komme auch hier nicht raus. Ich müsste mit 2 Händen diese Dinger wieder klein machen. Ich weiß gar nicht wie. So, genau. Zack, der Marcel hilft mal kurz. Dann geht das auch. Hier vorne USB gleich. 230 Volt. Dann haben wir hier den Spannungswandler an, aus. Wir haben hier die Schubladen drin. Ich mache das jetzt einfach mal alles auf. Also doch ein Turm von Schubladen. Dann haben wir zur rechten Seite noch einen Schrank, einen tiefen Vorratsschrank. Persönlich gesagt haben wir in unserem Fahrzeug im Malibu das übrigens auch und ich bin sehr dankbar, dass wir das haben. Da passen immer schön Getränke und alles mögliche Sachen rein, was so sperrig ist. Kochfeld. 2 Flammenkocher, schön groß, beide passen große Töpfe drauf. Dann haben wir auf der rechten Seite natürlich noch den Wasserhahn, der ist hier so ein bisschen knickelig, sag ich mal. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber er ist natürlich komplett verstaut, ne? Also das ist natürlich weg, das muss man dann auch wieder dazu sagen. Dann großes Staufach hier. Ich habe übrigens die Staufächer vorne in der Dinette vergessen. Lasst uns da nochmal reingucken. Haben wir natürlich auch über der Dinette Staufächer und zur linken Seite auch. Zur rechten Seite ist übrigens nichts. Aber linke Seite, immerhin. Das ist doch schon schön. Da ist noch der Überwacher für die Trümmerheizung. Ob das Ganze denn im Prinzip warm ist, das Fahrzeug, oder nicht. Dann haben wir hier noch diese Haken. Gut, die gehen etwas schwergängig, ehrlich gesagt. Jetzt will ich es natürlich wissen, ne? Also unten Fessel drücken. Dann können wir Jacken aufhängen, schön gemacht. Und wenn man sie nicht braucht, flupp, weg. Dann stört man sich auch nicht daran. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal ins Bad rein. Ablagemöglichkeiten für Duschgel finde ich schon mal super. Banktoilette ist ja kein Hindernis, alles gut. 2 Abläufe, prima. Dann haben wir hier einen schönen Spiegelschrank. So, ich mache das mal auf. Respekt, da passt auf jeden Fall gut was rein. Da würde ich sagen, passt eine ganze Menge sogar rein. Linke Seite, weiß ich nicht, ob man hier nochmal was hinstellen kann oder sowas. Jetzt gucke ich gerade mal, irgendwo muss ja auch noch das Waschbecken sich befinden. Haha, da haben wir es. Das ist das Waschbecken, stellst dich also hier rein in die Duschwanne. Kannst schön mit einem riesengroßen Waschbecken übrigens, da dort deine geschäftlichen Sachen machen. Und gut ist es, ja gut, klar. Auf dem Pott sitzen und Zähne putzen, das geht natürlich hier nicht. Dann haben wir auf der linken Seite gleich mit schön Licht. Respekt. Das finde ich ja klasse, ne? Also, das macht was her. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Und einen Tedford Kompressorkühlschrank.
Ja, es ist der Standard. Also ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen und zeigen. Und ja, kennt man. Und noch hier gibt es auch eine Schublade. Softclose logischerweise. Trittstufe ins Bett. Und dann hast du hier so einen Trenner, den kannst du auch rausnehmen. Oh, dann kannst du halt auch mal was durchladen. Ja, hinten sozusagen das, den Bettbereich. Gemütlich, schön. Ist natürlich ein Querschläfer, logischerweise. Ist ja auch nicht so groß. Ja, Staumöglichkeiten rechte Seite, Staumöglichkeiten linke Seite. Jetzt interessiert mich natürlich immer so ein bisschen USB. Finde ich was an USB? Nein, finde ich nicht. Muss ich ehrlich gestehen, müsste man hinten gucken, ob man das machen kann. Also zwei Taster. Ach, das sind sogar Taster. Ist ja cool. Mit Taster kann man übrigens eine ganze Menge Lichtsteuerung machen. Nur so nebenbei. Das ist gut, dass es Taster sind. Ich denke mal, so ein bisschen smart wird wahrscheinlich hier auch mit bei sein. Müssen wir nochmal auf der Beschreibung gucken. Jetzt gucken wir nochmal hinten in die Heckgarage. Jetzt müssen wir natürlich nochmal, das Heck anzugucken, müssen wir natürlich nochmal nach hinten in die Heckgarage. Mega viel Staumöglichkeiten, also das geht wirklich tief rein, das muss man wirklich sagen. Eine Besonderheit, die erwähne ich gleich noch, hier gibt es dann die Wasserpumpe, da kann man auch einen Wasserfilter und so weiter anbauen. Lille, ja klar, logisch, ist auch glaube ich ein guter Partner. Zwei Gasflaschen, also großes Gasfach, von hinten zu entnehmen, also ist auch gut. Ansonsten Fenster im Heckbereich mit Fliegengitter und allem drum und dran. Und auch hier haben wir hier so ein schöner Bezug und so weiter, schön gepolstert mit ein bisschen, so ein Überzug darüber halt. Oh ja, Besonderheit, das meine ich damit. Fliegengitter komplett einmal hinten. Cool. Das Fahrzeug von außen müssen wir uns natürlich nochmal angucken, wirken lassen. Diese orangenen Streifen machen natürlich so einen Akzent. Wir haben die Beule an der Seite durch das Bett, das ist klar, das braucht der Mercedes. Toilettenklappe logischerweise. Eine Menge große Fenster oben, also wirklich. Und ja, dick und fett steht drauf, ab. 87.900, ja, wenn man durch die Kamera durchguckt, dann sieht man natürlich die Schrift nicht so richtig. Genau, und sonst macht schon Wasser her, also das muss ich schon sagen. Ich weiß gar nicht, wo der Wassertank ist. Aha, ja, ganz klar, Wasserbefüllung. Hier wird auch der Wassertank nicht weit weg sein, also der ist auf der rechten Seite des Fahrzeuges. Der Yukon V-City 60BD. Da muss man noch mal aufs Schild gucken, weil doch der Name sehr lang ist. Immer so lang sind, immer so die Kürze. 6.0 steht für 6 Meter. Genau, Fahrzeug ist ein 6-Meter-Fahrzeug. Würde ich jetzt behaupten. Aber ganz ehrlich, an dem Namen soll es ja eh nie liegen, ne? Also Thema durch. Ja, 5.932 Millimeter. Ich war gerade irritiert, weil das hier diese Dinger hier hat. Ja, das weil hat normalerweise da, glaube ich, eine Anhängekupplung dran ist. Damit kommt der, glaube ich, über... Ist egal. Es wird irgendeinen Grund haben. Dafür, dass wir euch das Fahrzeug gerade vorgestellt haben, haben wir so viel Ahnung davon. Ja. Aber dafür sind wir bekannt. Und sorry, Leute, wenn ihr euch dieses Fahrzeug anschauen wollt, entweder ihr schafft es noch auf die Messe zum Caravan-Salon nach Düsseldorf oder ihr sucht einfach mal einen Newcon-Partner in eurer Nähe und schaut euch dieses Schmuckstück an. In Schwarz macht da natürlich immer was. Jedes Auto sieht in Schwarz immer noch ein bisschen aus, muss ich ja ehrlich sagen. Und für die Leute, die jetzt wieder meckern wollen, die anderen machen es besser, ja, andere sind anders. Jeder hat seine Nische, jeder hat sein Recht und jeder darf auch mal ein Fahrzeug so vorstellen, wie er es vorstellen möchte. So, das Wort zum Sonntag. Wir machen jetzt Feierabend. Das ist Recht für uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann würde ich sagen, bleibt uns gewogen, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal, teilt auch gerne, sagt Bescheid, dass hier die Kreuzfahrtcamper existieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Meine Stimme geht weg. Genau. Ciao, ciao. Tschüssi.